Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Premium Gold Infinite Gold Opening. Heute haben wir nochmal 6 Display von The Envoy hier am Start, die wir nochmal öffnen möchten. Und wie ihr vielleicht schon seht, haben wir heute den 24. März. Das ist quasi unser drittes Yu-Gi-Oh! Jubiläum, unser Yu-Gi-Leum. Und das machen wir heute im ganz entspannten Opening. Aber das richtige dreijährige Yu-Gi-Leum, das werdet ihr dann nochmal Montag sehen. Falls ihr noch weitere Premium Gold Openings sehen wollt, haben wir noch am Montag einen Case aufgemacht und die Woche davor haben wir nochmal ein einzelnes Display im Detail aufgemacht. Und ja, ich wünsche euch beiden hier schon mal viel Spaß bei dem Opening. Möge das Gold mit euch sein. Los geht's. Ihr macht es sogar wirklich mit in dem Set, mit dem ganzen Kosmos, ne? Ja. Ist cool, ne? Welche Karten wollt ihr denn rauslegen eigentlich? Giant Hand, Ghost Ogre, Eccentric, Emerald, Dark Destroyer und Beatrice. Joa. Der Quarzack ist nicht mehr geil genug, ne? Ja. Max T aber nicht. Das ist ein bisschen unübersichtlich, wenn wir eine Challenge machen. Aber Dick Wurzer kommt jetzt in der Preiscard. Wollt ihr nicht mal mehr sehen? Der arme Diggi Westwind wäre enttäuscht von euch. Ja, oder wir machen halt die Top 10 vom letzten Mal, können wir auch. Ja, nimm doch wenigstens Diggi mit rein. So. Diggi, Mann, Diggi. Machen wir oder? Wir machen jetzt einfach die Top 10. Ja, ich würde sagen nacheinander. Strawman. Yay. Hey, hey. Also immer 2. Ja, ja. Oh, Castell, du hast den Reprint ganz dringend gebraucht. Irgendwie kommen mir die Karten bekannt vor, irgendwie haben wir das gleiche Karten gezogen wie das Slashback. Also so richtig in Fahrt kommt ihr noch nicht mit dem. Nee, noch nicht. Und gleich bäh, alles. Voll Virgin. Leeren Fall ich eben auch schon. Oh, Dante. Ist cool. Wow. Okay. Fest zu, die Dinger. Ja. Übrigens, das Display, das ich letztes Mal aufgemacht habe, kommt ja mit aus deinem quasi Rest-Case. Also, ich habe dir nichts Fantastisches weggezogen, glaube ich, aus dem Ding. Außer vielleicht den einen dicken Vorzack. Aber was in den anderen zwei Displays drin war, wissen wir nicht. Weil die haben wir nie bekommen. Oh! Oh. Yay! Ein Dunkelzerstörer! Geht los, Paul! Damit gehe ich in Führung. Und eine Eishand. Das ist solide. Ich weiß gar nicht, hattet ihr überhaupt Hände gehabt? Irgendwelche Eis- und Feuerhände bei euch? Ich glaube nicht, ne? Jetzt könnt ihr mal. Oh! Ghost-Oger. Guck mal, jetzt ist genauso viel gezogen wie bei unserem Opening. Gleichstand. Das ist die Envoy, der zieht wieder wie Pendel Sorcerer hier einfach, wenn er was rausgeworfen aus dem Ding. So, oh, Ghost-Oger. Feuerhand, passend zur Eishand. Cosmo Guthexe. Oh, Titanic Galaxy. No. Ah, jetzt schon mal nicht schlecht. Titanic Galaxy zählt doch gar nicht zu unseren. Top-Karten. Ja. Oh, so ein schlechtes Farm-Girl schon wieder. Ich erinnere mich noch, als wir das Core-Display aufgemacht haben, das Core-Case-Opening gemacht haben. Slash, du wolltest ja auch. Ich krieg nur Hände. Ja. Ja. Es sind gute Hände, sag das mal so. Es sind gute Hände, ja. Keine schlechten Hände. M7. Dante.
Heimtückisch war Logan, ist auch nicht schlecht. Du wolltest ja auch eigentlich Kosmos bauen damals, als wir Clash of Rebellions aufgemacht haben, aber das war ja... Ja, teuer, ja, ne? Ja, hatte ich überlegt, ne? Aber ja. Aber jetzt kann man es machen, ne? Ja. Und Strohmann, oh. Schuh. Der Plastik ist real. Ja. Slash steht schon vor der... Noch ein Dante. Die wollen zu mir. Immer abwechselnd, Eis dann Feuer. Ist der Meister der Hände? Da muss doch die Giant Hand ziehen, bitte. Das wäre echt cool. Oh! Und er zieht die Duck Destroyers. Nice! Zwei schon. Das ist eine Vorahnung hier. Kosmos! Das Plastik. Packaging ist real diesmal, oder? Das ist echt unnötig so viel. Ja, das ist wirklich unnötig. Upsala. Verliert keine Wunde. Alles, was am Boden fällt, gehört mir. Cosmo Lichtschwert. Oh, ich sehe hier schon dein Verhalten. Ich analysiere hier. Die NY Arms Slash Verhalten nach mit Vortank an Boostern, sodass man ein bisschen mehr auf Lager hat. Leeren Fallgrube. Was ist denn los bei eurem Booster? Ah, das ist bisher so. Das gefällt mir. Sehr cool. Hat da jemand etwa die Booster abgeworfen? Das mit C kann eigentlich mit raus. Ja. Ja, das stimmt. Hat jemand bestimmt auch die Packs abgewogen, sodass der keine guten Karten kriegt. Ja. Ja, das nur. Oder das Beste kommt zum Schluss. Ja. Runde Simmels. Beatrice. Oh. 3 zu 3 bisher bei den coolen Karten. Oh, Cyclone, sehr schön. Der kann mit raus. Oh ja. Ich weiß nicht, wie viele leeren Fallgruben ich jetzt schon gezogen habe. Alle Hände und alle leeren Fallgruben gezogen. Du willst also tatsächlich Hedge spielen, ja? Bestimmt. Ganz bestimmt. Das sieht echt danach aus. Bei Million so gab es im letzten Jahr. Max Zay, Emerald. Wow. Wow, was ist das für ein Pack? Das war ein sehr geiles Pack, muss ich sagen. Ne, wird ja auch langsam mal Zeit. Ja, ja. Das würde ich auch gerne. Langsam wird Zeit. Einfach alles komprimiert zum Schluss. Dogfighter. Ich dachte eben, das wäre Dark Destroyer. Dogfighter. Nein! Boah, die Dinger sind echt gut verpackt. Black Rose. Who's on the Simps? Ich will echt gleich den Stapel sehen, Alter. Der hat Hands, though. Ich hab auf jeden Fall die meisten Hände gezogen. Der Boy folgt einfach deinem Prinzip. Ich will Hände! Nee, eigentlich will ich die nicht. Du machst die Meta wieder. Rot für Tiny Galaxy. Den siehst du die ganze Zeit. Ich habe jetzt so viele gezogen wie hier, aber bei unserem Opening. Hey, Mister. Dogfighter. Dog Dog.
Maxel. Sehr schön. Und Dark Destroyer, der dritte. Läuft. Cool. Effizient einfach mit dem Maxes und Dark Destroyer arbeiten hier. Das ist das Ziel. Nice. Nicer. Dark Destroyer. What the fuck? Aus 6 Displays. Aber das hatten wir bei uns auch. Wir hatten auch irgendwie nach 4 Displays schon 4 Dark Destroyers. Beim Case. Der Quarzer. Ja, die erste Price Card. Sehr schön. Das Beste kommt tatsächlich zum Schluss. Schwert. Dante. Cool. Kommen wir langsam zum Schluss. Ja, jeder hat noch 4 Booster. Ungefähr. Ding, 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 ding. Oh. Oh, Hände, ja. Es werden viele Hände in der Summe. Ja. Das ist auch schon ein Ghost oder ein Snow Rabbit, das ist cool. Eccentric haben wir bisher noch nicht gesehen. Nee. Giant Hand? Giant Hand auch natürlich nicht. The obvious ones. So. Ich bin gespannt, ob wir den noch kriegen. Letzten 5 Packs! Baumädchen. Cool, aber. Ja. Ich musste die einfach leider auch zur Seite legen die ganze Zeit. Oh, das sah so aus, dass ich so. Komm, Hand. Na. Und dann Dweler. Letztes Pack bei dir? Ja. Okay, dann mal gucken, was mein letzten Pack noch rauskommt. Oh! Mehr als wir aus dem Case. Läuft nice bei euch. Nice. Sehr schön. Und das letzte Pack. Oh. Okay. Was meint ihr? Wollen wir direkt vergleichen oder wollen wir noch irgendwie sortieren? Wollt ihr nochmal die anderen Karten durchgehen? Ansonsten würden wir sonst einen Cut-Meter machen. Nee, ich würde sagen, wir vergleichen einfach das, was wir jetzt hier haben. Gut, ich denke mal, wertvollste Karte, Geisterogre und Schneehauser, ja, haben wir beide einmal gezogen. Dann Eccentric, leider nicht gezogen. Dafür, da wusst du, Emerald, einmal ja bei dir. Dann kommt dreimal, habe ich Cosmo-Dunkelzerstörer. Ich einmal. Hast du einen. Dann haben wir Beatrice. Habe ich eingezogen? Ich habe keinen gezogen. Die Quarzec. Ich auch einen. Okay. Dann Max C. Max C, da habe ich einen mehr. Dann Galaxie-Zyklon. Habe ich eingezogen. Und dann Titanic Galaxy. Nummer 38, richtig? Genau. Genau, ja. Ja, du hast mehr Karten gezogen, aber mein Dunkelzerstörer ist ein bisschen mehr. Ja. Ich würde sagen, entscheidet ihr, wer gewonnen hat bei dem Opening. Sehr schönes, ausgeglichenes Opening, muss ich sagen. Das war sehr schön mit anzusehen und ich würde sagen, ihr habt sehr gut gepult im Sinne von Ghost Ogre Snow Rapper. Doppelt so viele wie aus dem letzten Case. Sehr, sehr erfolgreich. Genauso viele Dark Destroyers. Also ich muss sagen, hat sich auf jeden Fall für die Envoy gelohnt. Bei einigen Pools. Ich hätte gerne noch eine Giant Hand auf jeden Fall gesehen. Aber ja, sonst, sehr, sehr schönes Opening. Ich hoffe, euch hat das auch soweit gefallen. Die weiteren anderen Gold Openings findet ihr nochmal unten verlinkt. Und ansonsten könnt ihr nochmal meinen Channel durchstöbern nach anderen Premium Gold Produkten. Das war's dann hier von uns und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.